Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump World. Die letzte Folge ist ja schon relativ lange her, aber es wurde sich so oft gewünscht, dass ich jetzt nochmal eine Folge aufnehme. Deswegen dachte ich, komm rein, es ist mal wieder soweit und wir nehmen eine Folge Jump World auf. Und natürlich auch wieder mit Zuschauer-Maps. Freunde, und falls ihr mehr von Jump World sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Ich habe gehört, wenn wir einen Like schaffen, dann kommt bald noch ein Jump World-Video. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Like wird sehr schwierig, aber ich glaube, es ist möglich. Wir fangen direkt an. Ich habe hier schon gesucht. Wir spielen Ryan und der Schokodieb als allererstes von Bilder XXXL. Habe ich jetzt dreimal X gesagt? XXXL, ja. Ryan wollte ganz entspannt frühstücken, doch dann bemerkte er... Okay, was ist passiert? Wir haben hier Schokoladenblöcke, auf denen wir schon mal springen. Das gefällt mir sehr. Aber was bemerkte er? Oh yeah, ich reime jetzt einfach hier Freestyle-mäßig oder ich lasse es lieber und falle einfach runter. Perfekt. Leute, los geht's. Ich bin echt gehypt. Ich hab so lange kein Jump World mehr gespielt. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich glaube, das letzte Video ist 2 oder 3 Monate her. Das letzte Jump World-Video. Wobei ich einmal in YouTuber vs. Zuschauer Jump World gespielt habe. Das habe ich jetzt mal nicht mit dazu gezählt. Dass eine Schokolade nicht mehr da ist. Folge den Schokospuren und finde den Dieb. Okay, das heißt, das hier waren wahrscheinlich ganz normale weiße Blöcke, Freunde. Aber der Schokodieb, der hat so sehr gekleckert, dass die Blöcke hier schokoladig braun geworden sind. Jump Boost, wo muss ich... Wow. Oh, da muss ich nicht hin. Das sind rote Blöcke, darauf stirbt man. Leute, ich habe lange nicht mehr gespielt, okay? Ich bin ein bisschen vergesslich geworden hier anscheinend. Aber wir müssen den Schokodieb finden, denn ich will meine gute Schokolade wieder, Junge. Der kann die doch nicht klauen. Wo muss ich hin? Hallo? Muss ich hier rüber einfach? Ah, hier ins Wasser. Okay, ich bin falsch. Warte, vielleicht kann ich cheaten. Warte. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber wir haben es geschafft. Ich muss es doch nicht nochmal machen. Wusste ich es doch. Logo hat die Schokolade geklaut. Junge, ist das dein Ernst? Das gibt auf jeden Fall Beef. Logo hat einfach meine Schokolade geklaut. Alles klar. Dankeschön dafür. Dabei isst der doch gar keine Schokolade. Was soll das denn jetzt hier? Wieso nimmt der die denn einfach mit? Ich glaube, der macht das nur, um mich zu ärgern. Wo bin ich da gestorben, Freunde? Warte, da müssen wir nochmal hin. Irgendwie war da ein roter Block und ich habe ihn nicht gesehen. Wegen der Decke vielleicht? Bin ich dagegen gesprungen? Oder wenn man hier durchgeht... Ah, wenn man da durchgeht, ist da, glaube ich, ein roter Block. Das ist auf jeden Fall ganz schön tricky hier. Mal sehen, die Durchschnittszeit war noch 3 Minuten irgendwas. Wäre cool, wenn ich das da drunter schaffen würde. Ja, hier ist der... Oh, was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Logo, gib es zu. Du hast sie, wenn du meinst, meine Schokolade... Hä, da... Ach so, das sind mehrere Leute, die hier reden. Also, Logo, gib es zu. Du hast sie. Hä, wen meinst du? Meine Schokolade. Hey, da musst du dich geirrt haben. Okay, hat er doch nicht meine Schokolade geklaut? Ich bin ein bisschen verwirrt, Freunde. Mal gucken, ob wir noch den wahren Schokodieb jetzt hier finden oder nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer hat meine Schokolade geklaut? War es Logo, war es der Weihnachtsmann oder doch der Osterhase? Man weiß es nicht. Siehst du, du musst erst an denen vorbei. Oh, jetzt sind hier... Oh, das ist cool. Der Zombie, der sieht richtig gut aus. Gehen wir mal ganz kurz hin. Den hat er heftig gebaut, oder? So, ah, den hat er gar nicht gebaut. Okay. Jetzt habe ich einfach einen Jump-Fail. Ich wollte jetzt sagen, wow, diesen Zombie hat er schon richtig cool gebaut. Der sieht mega echt aus. Das ist einfach ein riesiger, großer Zombie. Hast du meine Schokolade? Hallo, haben Sie meine Schokolade? Ich glaube, der hat die nicht, Freunde. Was steht hier? Grunz. Okay, alles klar. Der kann anscheinend kein Deutsch, der Zombie. Komischer Zombie. Ich dachte, die sprechen alle Deutsch. Da ist sie ja, Leute. Meine Schokolade gefunden. Die Frage ist, wer war jetzt der Schokoladendieb? Bitte bewertet fair und abonniert Ryan Cole. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Leute, jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, hat er hier geschrieben. Also da kann ich nichts... Also das mit der Glocke nicht, aber das mit dem Abonnieren auf jeden Fall. So, wir sind im Ziel. War auf jeden Fall eine coole Map. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste. Ah ja, vorher nochmal ganz kurz. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Falls ihr wollt, dass eure Map eventuell beim nächsten Mal mit dabei ist, dann schreibt jetzt in die Kommentare, wie eure Map heißt und wie ihr Ingame heißt. Und vielleicht ist sie dann beim nächsten Mal mit dabei. Ist ja denn, die geht 60 Minuten, dann wahrscheinlich nicht. So, als nächstes haben wir die Map Ryan X Coalmark Kekse. Ja, das stimmt. Am liebsten auch noch Schokokekse. Oh, wie gut. Endlich jemand, der mir helfen kann, meine Kekse zurückzuholen. Ja, aber wer bist du? Mit wem rede ich denn jetzt hier? Da steht niemand, Leute. Ist es ein Geist? Okay, ganz schnell weg hier. Ich glaube, ich rede da mit einem Geist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil da steht auf jeden Fall niemand. Ja, wer hat das gesagt mit den Keksen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ganz schnell hier reinspringen und abhauen vor dem Geist. Weiter geht's. Da kommen wir direkt ein paar Sprünge über... Springen, kann man das sagen? Auf jeden Fall konnte ich da ein paar Blöcke überspringen, genau. Was wollte ich? Junge, Deutsch ist anscheinend auch nicht meins. Ich habe halt Deutsch von dem Zombie gelernt aus der letzten Map, würde ich sagen. So, gehen wir mal hier hoch. Zack, dann muss ich, glaube ich, hier hin, oder? Slime-Sprung? Ja, doch. Hier hin, dann hier rüber, dann haben wir hier die nervigen Blöcke, dann gehen wir ganz schnell auf die Speed-Blöcke drauf, warten bis der... Als ob ich da schon gestorben bin! Warte mal, wo landen die? Hä?
Leute, wo bin ich denn am Amboss gestorben? Weil ich hier am Rand war? Wahrscheinlich, ne? Aber eigentlich, zack, ist das ja auch relativ easy. Da können wir einfach durchrennen. Und jetzt sind wir in einem kleinen Labyrinth. Soll ich erst den Checkpoint mitnehmen hier? Muss ich überhaupt... What? Ich bin verwirrt, Leute. Musste ich jetzt hier runter? Weil da war ein Checkpoint vor. Und dann bin ich jetzt einfach hier runtergeflogen. Aber was ist, wenn ich... Wenn oben das Ziel war... Oh Gott, nein, bitte. Okay, doch, das mit Speedblocken, das ist dann gar nicht so schlimm. Hier ist Ende. Okay, hier musste ich also leider nicht lang. Alles klar. Gut, dass er... Er wollte mich nerven, aber er wollte mich auch nicht zu sehr nerven. Das ist sehr nett. Also er hat noch Cobweb... Er hat da Cobweb geplaced, um mich zu nerven. Aber zum Glück Speedblöcke darunter, sodass man da relativ schnell durchkommt. Ansonsten wäre das halt extrem nervig geworden. Ich glaube, ich musste oben bleiben, oder? Ich bin mir halt gerade nicht sicher. Das ist ein bisschen blöd hier. Was ist das für ein Block? Dass man das nicht... weiß. Bin ich jetzt schon im Kreis gelaufen oder nicht? Freunde, ich bin doch schlecht in Labyrinthen. Okay, wir gehen hier nach oben. Ich glaube, das war falsch. Wir gehen einfach mal hier weiter. Da ist nochmal Cobweb. Und da steht Portal. Wenn das jetzt ein Troll ist, ne? Das kann nicht sein. Komm schon. Ich vertraue ihm nicht, Leute. Ich laufe erstmal hier lang. Aha! Aha, aha, aha. Mal gucken, was hier unten gewesen wäre. Wäre ich da runtergegangen? Oder auch nicht. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. So. Das Portal haben wir direkt gefunden. Getrollt hast du mich damit nicht, ja? Nur am Anfang, als ich da einfach runtergesprungen bin vor dem Checkpoint. Aber auf dem Portal-Troll bin ich nicht reingefallen. Hier haben wir einfach eine kleine Rakete mit am Start. Okay. So, springen wir hier rüber. Gehen durch das Ziel. Durch das Portal, meine ich. Und suchen weiter nach den Keksen. Wäre cool, wenn ich den mal finden könnte hier. Ah ja, die Map ist übrigens natürlich von KingKarl123. Den habe ich ja gar nicht vorgelesen. Grüße gehen natürlich auch raus an dich. Auf jeden Fall eine coole Map bis jetzt. Durchschnittszeit waren hier, glaube ich, sogar 5 Minuten oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Also ein kleines bisschen länger. Ach, da bin ich aus Versehen runtergelaufen. Gut, dass da gerade erst ein Checkpoint war. Zack. Gehen wir hier hin. Der Jump'n'Run King ist halt außer Übung, Freunde. Ich habe so lange keinen Jump'n'Run mehr irgendwie gespielt, außer halt in Streams immer Lucky Race am Anfang. Lucky Race könnte man auch mal wieder aufnehmen, ne? Habe ich auch schon mega lang nicht mehr gemacht. Muss ich hier hin? Ich glaube schon, ne? Und jetzt hier außen rum zur Leiter. Jawohl, Leute! Dann jetzt hier hin. Was macht die Lava da? Die sieht ein bisschen verdächtig aus, als ob da irgendwas ist. Wir springen mal rein. Kann man hier irgendwo runter? Ich schwimme jetzt einfach einmal durch diesen Lavasee. Leute, sicher ist sicher. Ja, vielleicht ist hier gleich ein Secret oder so. Man weiß es nicht. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Vor allem, was macht die hier? Ich glaube, ist es jetzt ein neuer Troll hier? Oder, warte mal, hier kann ich doch mit F5 gucken. Ob hier irgendwo unten was ist. Junge, richtig, richtig outsmartet hier. Aber ich glaube, ich sehe da nichts. Egal, ich würde sagen, wir gehen einfach durch das Portal. Wenn da doch was war, dann, ja, habe ich halt Pech gehabt. Ein Dropper? Aber ich glaube, man kriegt keinen Fallschaden hier, oder? Also ich glaube, man stirbt... Nee. Nö. Den muss ich gar nicht richtig machen. Der sieht auch viel zu kompliziert aus hier. Was ist das denn? Er hat das zum Glück nicht eingestellt, dass man an Fallschaden stirbt. Von daher kann ich hier einfach runter. Wetten, ich sterbe sogar an Wasser. Mal testen hier. Okay, doch nicht. Das wäre es jetzt gewesen. Da oben ist der Dieb. Okay, dann springen wir hier ganz schnell hoch. Lustig, dass alle Diebe hier... immer so einen Jump-and-Run-Weg gegangen sind, um abzuhauen, ja? Wie macht man das denn? Also, wenn ich was klauen würde, ja, Keks oder sowas, dann würde ich, glaube ich, keinen Jump-and-Run-Weg nehmen. Wobei ich schon, weil ich bin natürlich auch der Jump-and-Run-King. Aber der Dieb hat ja gegen mich einen Jump-and-Run-Weg genommen. Das ist ja nicht so smart, weil ich als Jump-and-Run-King komme da ja schneller hinterher, hole ihn dann auf und dann hat er gar keine Chance zu flüchten hier. So, zack. Ich habe den Dieb aber noch gar nicht gesehen. Ist der Dieb auch ein Geist oder was? Oh nein, er ist in das Portal. Okay, ich dachte schon, der Dieb wäre jetzt auch ein Geist. Dann gehen wir mal durch das Portal durch. Und jetzt müssen wir hier das Ziel finden oder was? Oder muss ich hier runter einfach? Yo, hier ist also das Versteck. Aber wo sind die Kekse? Oh nein, er hat sie alle gegessen. Toll. Ich bin also diesen ganzen Weg jetzt gerannt und krieg nicht mal Kekse jetzt, Leute, weil er die alle gegessen hat. Was ist denn los mit dem, Mann? Das kann doch nicht sein. So, 5 Minuten haben wir jetzt. Ich hätte eher ins Ziel gehen sollen. Egal, ich war trotzdem unter der Durchschnittszeit. Ich würde sagen, eine Map geht auf jeden Fall noch. Regt mich aber schon ein bisschen auf mit den Keksen. Die hätte ich jetzt gern gegessen. So als Belohnung am Ende der Map. Hätte man machen können. Einfach wieder genau das gleiche Modul hier. Wir spielen jetzt Ryan X Cole LOL von KeepCool006. Grüße gehen auch raus an dich. Vielleicht gibt es ja bei dieser Map Kekse. Wahrscheinlich nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Ja, also bitte lass jetzt hier Kekse sein. Am Cobweb springen wir mal lieber vorbei. Da habe ich absolut gar keine Lust drauf. Und dann gehen wir hier durch. Ich glaube, die Map hat anscheinend keine Story. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es meistens cooler mit einer Story. Auch fürs Kommentieren, weil was soll ich mir jetzt bitte sagen, Mann? Leute, ich drücke Leertaste. Bam, Leertaste. Oh, wir sind in Cobweb. Ich halte W gedrückt. Und ich drücke Linksklick. Nein, Quatsch.
Ja, aber ist okay, Freunde. So, zum Abschluss, wir hatten gerade zwei coole Maps mit der Story. Jetzt können wir hier noch eine entspannte, da steht einfach E. Okay, die Story ist also E, Leute. Okay, merkt euch das. Jetzt können wir hier noch eine entspannte, Entschuldigung, XD. Achso, für das Cobweb wahrscheinlich. Jetzt können wir hier noch entspannt einfach ein bisschen Jump'n'Run machen. Das ist ja auch okay. So, da springen wir durch. Ich kann ja nicht genug Jump'n'Run Practice kriegen hier. Ja, selbst der Jump'n'Run King kann immer noch besser werden. Och, ein Wasserlabyrinth. Ist doch nicht dein Ernst jetzt, Junge. Was? Warte, wenn ich schwimme? Doch, so bin ich schneller, glaube ich. Ich werde hier hundertprozentig ertrinken, oder? Warte mal. Kann ich hier Luft holen? Nee, kann ich nicht. Oh Gott, Leute, was ist das denn jetzt hier? Irgendwas macht er. Oh nein, und ich bin genau den falschen Weg, glaube ich, gegangen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich jetzt genau überall schon war. Wir gehen einfach mal links rum. Vielleicht klappt das. Bitte lass einfach das Ziel sein. Ich will nicht nochmal das Labyrinth, das Wasserlabyrinth versuchen. Perfekt. Dann gehen wir hier durch. Hier und das Ziel. Okay, alles klar. Ich hoffe, dir hat das Jump'n'Run gefallen. Ach, ich komm, krieg trotzdem eine gute Bewertung. Hashtag Abfuck. Es ging noch klar. Ja, das Wasserlabyrinth war nervig. Cobweb ging jetzt auch noch. Hat mich zum Glück nicht zu krass genervt. Er wollte mich anscheinend nerven hier, ja? Ryan X Cole LOL nennt er die Map hier. Ryan, wenn du das siehst, kannst du mich grüßen. Ja, klar. Keep cool 006. Grüße gehen nochmal raus an dich, obwohl du mich mit dieser Map nerven wolltest. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. War auf jeden Fall ganz cool, mal wieder Jump World zu spielen. Ich denke, es wird noch einen neuen Part geben. Also sehr wahrscheinlich, so zu 99,9%. Ja, ich weiß noch nicht wann. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao!